Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier mit Karim. Zum Aufrichtigen Marsch, sonst Zeitpunkt 5. Ja, jetzt geht los und wir werden jetzt nochmal schnell Mischfutter für die Kühe einladen und dann die Kühe versorgen. Schweine bekamen gestern ihr Futter und ihr Stroh und heute auch Wasser. Und heute gibt es nochmal Portionen für Kühe, ne? Kriegt er dann überall? Da, aber weit nicht. Ja, da ist er. Nein, den brauchen wir nicht mehr. Nehmen wir uns ein Lager raus. Ja, im Betrag 1800. Ja. Alles da, Schläuche, Anschlüsse, Kupplung. Vorne, da fehlt irgendwas, aber da sind ein paar Anschlüsse da. So, Kühe kriegen Futter. Wenn die Kühe versorgt sind, mal gucken, ob wir es schon verkauft haben. Ob wir was kaufen können, ne? Oder morgen früh, also ein bisschen früh zum Aufhören zum Arbeiten. Was da läuft noch? Ja, Kühe versorgen ist eine wiederholende Arbeit. Ist leider so. Bei mir ist alles mehr oder weniger original. Auch die BGH-Preise für Silage. Bisschen wenig, aber gut. Aber in erster Linie dient der WGH gerade jetzt für Zuckerrüben, Hackknüpfel, Rübenknüpfel, so rum. Und ja, die andere WGH hat die Grassilage, deckt auch nicht zu. Hat noch die Grassilage verkaufen. Ja, kein Vermögen, aber wie gesagt, das ist ein kleiner Nebenerwerb, ne? Noch ein Fahrzeug rum. Ach, bestimmt vom Feld nochmal hoch, vom Rübenfeld. Ach, okay. Ja, Rübenfeld hatten wir letztes Mal gekauft. Ja, was, keine Ahnung, wann ungefähr. Auf jeden Fall habe ich da jetzt gekalkt und gedüngt. Unkraut ist da keins. Hoffe ich jedenfalls. Jedenfalls Erntaktion geht an. Ich denke mal, drei Fahrzeuge werde ich mir wahrscheinlich mieten. Wahrscheinlich. Kaufen wird nicht reichen. Ich habe mal ein kleines Feld noch zu machen. Und dann mir eher das Geld nehmen her, um Felder zu kaufen, ne? Statt zu Maschinen, wo wir im Prinzip Rüben nächstes Jahr anbauen. Mal sehen. Auf dem Rübenfeld soll mir im Prinzip nachher Hopfen für nächstes Jahr. Ein großes Feld Hopfen. So mein Plan heute. Oder gestern jedenfalls. Vorgestern. Vor einer Woche. Dann haben wir auch wieder ein paar Tage Ruhe, zwei Tage genau genommen. Wenn das wieder voll ist. Der ist nun voll. Bei den Kälbern, in Anführungszeichen, die etwas kleineren Tiere, die brauchen eh bisschen weniger. Ne? Hat er schon runtergeschafft. Hier haben wir auch schon ein bisschen Milch da. 180.000 glaube ich. Ja, genau da. Jetzt im Holzbalken, ne? Ja. Könnte sich bald wieder lohnen, ne? Butter und Milch. Ist halt die Veredelung der Produkte, die wir haben, ne?
Aus Milch machen wir halt ein bisschen mehr als nur Milch, sondern richtig Vollmilch, Butter, Käse, Käse auch noch nicht. Quark, Sahne, Butter halt, ne? Das sind die 5 Produkte, die wir raus herstellen. Natürlich Verpackungen, Paletten dazu noch. Das macht die Sache ein bisschen lukrativer. Ist ja halt so, ne? Reine Milch wird das nichts. Im Grunde müssen sich die großen Betriebe, die Milchbetriebe, eine eigene Molkerei gründen und die großen ausboten, ne? Dann bleibt denen auch mehr Geld. Denn diese Gewinnspanne, die ja die anderen machen wollen, können sie dann genauer noch für sich aufteilen, ne? Ich habe mal einen Bericht gesehen von Kiesland Fischer. Naja, nicht nur einen, sondern richtig, richtig viele Fischer, kann man sagen, einzelne. Und die Fabrik wurde da stillgelegt und die wurden den Fisch nicht los. Dann haben sie den Fisch daher selber übernommen, Fabrik. Und haben dann mehr Geld verdient als vorher. Weil die halt alleine vermarkten konnten, ne? Man muss sich nicht all den Großen überlassen, ne? Wenn man es selber machen will, kann man es auch selber machen, ne? Man muss ja nicht alles allein machen in dem Sinne, sondern im Prinzip in der Bereich Art Genossenschaft gemeinsam betreiben. Wir müssen sich auch die Milchbauern zusammensetzen und da ein bisschen zusammenarbeiten. Denn mehr hilft nicht in der Beziehung, weil mehr Trinker und Esser gibt es ja nun mal nicht, ne? Und sagen, Export ist nicht immer die Lösung, ne? Also gerade bei den hochpreisigen in Europa, das ist Quatsch zu hoffen, dass man sagen kann, okay, wir fahren nach das Zeug in Richtung Afrika oder nach Asien und so, ne? Das gibt ja nur einen bestimmten Bedarf, ne? Und dann ist irgendwann vorbei. Das kann man nicht verlassen. Das müsste nicht viel reingehen jetzt im Stall. Dann ist es erledigt. Also Schweinestall. Ja, mal gucken wegen Verkauf. Da. Da wird bald wieder was fertig werden. Na, morgen Milchhof. Das ist jetzt die unsere Kälbe. So 400-500 Kilogramm, das sind schon schlachtreife Rinder. Und wie gesagt, das sind dann hier weiblich will ich eher behalten als Nachwuchskühe. Männlich, das ist schon einer, der im Prinzip weggehen kann, ne? Das ist schon ein richtiges schweres Tier. Aber halt nicht so viele, da haben wir nicht so viele. So, Milchhof, jetzt wieder 18 Kälber angekommen. Da war voll. Fast. Und da ist voll. Gut, dann brauchen wir nicht hinfahren. Dann fahren wir das unterm Stand hier, ne? Wäre blöd, wenn wir da hinfahren würden. Reden nur ganz kurz auf hierzu. Hätte ich auch früher schauen können, ob das reicht, nicht reicht. Ja, stell mal hier unter. Nee, suche wieder. So. Schau mal, also was wir jetzt noch machen können. Silage. Die Aussaat. Jetzt haben wir späten Sommer, also die Ernte dauert noch ein bisschen, 2 Tage jedenfalls noch. So. So, das ist unsere Wiese. Das ist perfekt. Aus Erfahrung kann ich nur sagen, dass der Ertrag beim nächsten Mal blöder wird.
Wird nicht mal so gut sein wie jetzt. Ich meine, gut, sagen wir mal den zweiten Schnitt oder dritten Schnitt, dann ist eh ein bisschen anders, in Anführungszeichen, ne? Aber ja, da ist noch ein Fahrzeug. Kalk war fertig. Den fahren wir mal zurück. Ja, im Normalfall wäre das ein totaler Matsch, ne? Bei dem alles so pflegebereit, ne? Pflegebereifung. Ja, dann fahren wir mal zum Hof. Im Grunde mehr oder weniger zur nächsten Vorbereitung für, wenn wir den Hopfenfelder der Getreide aussehen werden. Wenn das Gras dann geschnitten wurde, also einen zweiten Schnitt, dann überlege ich da Weizen und Gerste aufzusehen. Aber das dauert noch ein bisschen. Hier war ein Fahrzeug ohne Pflegebereifung, wo ich dachte, das wäre Pflegebereifung. Zu spät gemerkt, aber doch noch rechtzeitig, kann man sagen. Ne? Und hier hatte ich im Prinzip Dünger und Kalk, um das hier entsprechend vor Ort erholen zu können. Was ich hier noch machen wollte, ein kleines Lager hinbauen oder auch ein großes, meinetwegen, um hier unser Erntegut zwischenzulagern, um bei Bedarf dann gleich weiterzufahren zum zur Fabrik. Also wenn wir die Erntefahrzeuge, so viele Erntefahrzeuge haben, dass die im Prinzip die Strecken abfahren, ne? Das wäre auch Blödsinn. Ungünstig. Es sei denn, das Lager ist voll, das ist klar. Also Rüben geht recht viel, ne? Aber zuerst mal Fabrik und dann nachher direkt. Ja, Brücke steht. Steht. Markierung ist auch fertig. Hier war irgendwie ein Loch. Ja, hier ist eigentlich Papierfabrik normalerweise vorgesehen, aber ich habe das woanders hingebaut. Gut, im neuen LS. Träumen weiter. Dauert ja noch ein bisschen, ne? Könnte es sein, dass hier vielleicht ein Originalplatz gebaut wird, ne? Obwohl es im Grunde egal ist. Ich habe im Prinzip ein Feld gewählt, was für Cosplay ungünstig war, und da lagen wir halt da. Da passt es. Dicht am Sägewerk, dicht am Wald. Wo jetzt näher? Wald. Ja, Bäume muss ich noch einsammeln. Das fängt auch mal an. Bäume, Bäume. Ja, hat schon ein besseres Fahrverhalten wie mit anderen Dings hier. Gut, ja, die Weihnachtssymbole, ne? Und ich wollte ja nicht unbedingt das die Seite zum Unterladen, ist ein bisschen blöd. Geht zwar alles zügig, aber bis du da hinkommst, da kriegst du so viel Werbung untergeknallt. Und naja, mein Antivirenprogramm dreht ja meistens durch. Meistens. So lange mal sicher, kennen wir uns hier aus. Hier fehlen noch, sehe gerade, Leerpaletten. Das können wir gleich machen. Der LKW ist aber voll mit Bier. Gut, dann wollen wir Bier verkaufen. Das Zwischenlager wollte ich es auch nicht, ne? Wo jetzt schon lange in der Sonne steht eigentlich. Kühlwarm wird es gehen, aber so normal zugedeckt bei 35 Grad, 33 Grad, naja, könnten schon die Bierflaschen geplatzt sein, ne? Von der Kuchenseite, vom Druck. Den müssen wir waschen, und ja, waschen auf jeden Fall. Apparatur können wir machen. Aber erstmal den
Paletten müssen zum... Das machen wir zuerst. Bremse. Aus. Gucken, wo der ist. Ja, natürlich bei der Brauerei, ne? So. Hat sich der Preis geändert? Ich glaube eher nicht. Ich freue mich aufs Wochenende. Endlich kann ich mir die Beine hochlegen. Die brennen mir leicht. Ich habe noch so viel zu machen, was man hier noch machen könnte, aber es zeigt dir einfach ja, schlecht einzutakten, ne? Fisch habe ich auch noch nicht. So, das ist ein bisschen Bier. Aldi, Lidl. Fahren wir zum Aldi. Aber ich schau mal, das soll es auch schon vorher gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Und tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Bier, der Marsch. Ja, Bier verkaufen und dann irgendwann nachher schlafen. Schlafen bekommt ihr fast nicht mit. Tschüss, du Winke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.